Hi meine Lieben, im Türchen Nummer 11 von Annes Stempel Design Adventskalender 2022 war ein süßes Weihnachtsset, was finde ich auch das ganze Jahr geht, denn es ist ja diese typische IKEA-Laterne, die können wir das ganze Jahr benutzen. Und da möchte ich eine Verpackung mit euch basteln und da brauchen wir ein Stück, gesehen habe ich die Verpackung erst vor kurzem bei Biene Stempelglück, eine Verpackung, ein Stück Papier in 25 mal 16. Und das wird gefalzt auf der langen Seite. Ich habe übrigens freudige Nachricht. Mein Falzbein ist wieder da. Es war mangelnde Stempel dazwischen. Ich weiß ja auch nicht, wie das da hinkommt. Auf der langen Seite bei 6, 12, 18 und 24. Und auf der kurzen Seite ebenfalls bei 6 und 12. So. Dann machen wir uns noch oben eine Markierung, weil wir da nochmal schräg falzen. Es wird so ein kleines Häuschen. Und zwar einmal im zweiten Feld. 3 cm und im vierten Feld auch bei 3 cm und da falzen wir noch mal schräg von der Markierung bis zur ersten Falz. Einmal hier lang runter und einmal hier lang. Dieser Seite. Dann ziehe ich mir schon alle Falzlinien nach. Wir haben dann ein Verpackungsmaß von 6x6x6, also so ein kleiner Würfel mit dem Dach, also es passt dann auch noch was Höheres rein. So, dann klappen wir uns diese noch nach innen. So, und dann schneiden wir. Einmal hier den Boden schneide ich die Falzlinien raus. Einfach rechts und links neben der Falz. Und den Zwickel hier abschneiden. Das Stück hier wird rausgeschnitten.
So, und hier oben auch einmal anschrägen. Und dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt kommt hier Kleber auf die Klebelasche. Setzen wir uns die Box schon zusammen. Falzbein von innen gegendrücken und dann setzen wir uns den Boden zusammen. Da achte ich darauf, dass die letzte Lasche, die ich klebe, vorne ist, sprich hinten ist bei mir immer, wo die Klebelasche ist. Also, und das wird das Dach hier vorne so. Genau. Also ist hier vorne. Dann mache ich als erstes die rein. Bringe mir hier Kleber an, schlag die um, bringe mir hier Kleber an und hier auch schon und hier mache ich ein bisschen genauer. So und so und dann ein bisschen so zu wuppeln, dass das ein Quadrat ergibt. Und von innen nochmal andrücken. Dann brauchen wir noch einen Deckel. So ist schon mal das Häuschen. Und für den Deckel brauchen wir, da reicht jetzt mein Papier nicht aus, oder? Doch. Wird ein bisschen schmaler. Also normalerweise 8x6 cm. Obwohl, genau. Ich mache es in weiß und klebe dann Motivpapier drauf. Passt auf. Also ein Stück 8x6. Das können wir uns direkt falzen bei 4. Dann schneide ich mir Motivpapier zurecht. Und zwar in 3,6, wartet mal erstmal, 7,6. Brauchen wir zweimal. 7,6 mal 3,6. mal 3,6. So war es richtig. 5,6 mal 3,6. Also hier nochmal korrigieren. So. Dann brauchen wir Magnete. Stück. Da haben schon immer welche gefragt, also entweder beim großen A gucken, aber sowas ist auch, was ich bei AliExpress kaufe. So, und zwar, das falzen wir uns hier erstmal. Dann setze ich mir jetzt hier von innen ein Magnet hin. Nicht
vorne auch. Den können wir schon mal so da so ranschnipsen lassen. Jetzt mache ich, überlege ich, ob ich hier die Ecken abrunde. Das werde ich machen. Ich glaube, dass sie das auch bei sich gemacht hat. Ich weiß nicht genau. Ich habe nur am Anfang mit dem Maße rausgeschrieben. So. So, dann hier auch natürlich. Wobei ich werde. Nee, ich werde lassen gerade. Man muss immer gucken, dass man nicht zu viele Papierlagen zwischen die Magnete packt. Deswegen habe ich jetzt erst überlegt, ob ich es hier zwischen mache, aber nee. Ich lasse das jetzt da. So, dann hier aufkleben und überall einen gleichmäßigen Rand hat. Andere Seite auch. Würde der Spruch hier rauf passen? Nein. Okay, dann machen wir es anders. So, eine Seite wird jetzt hinten festgeklebt. Da, wo jetzt nicht der Magnet ist. Dazu setze ich mir das hier bündig auf. Einfach, dass ihr guckt, dass ihr hier unten an der Kante seid und rechts und links an der Kante seid. So, dann bringe ich mir hier ein bisschen Kleber auf den Magneten, setze das Ganze zusammen und drücke hier rauf, damit ich quasi weiß, wo jetzt der Magnet ist. Er schon alleine dahin geschwipst. Ja, und jetzt lasse ich das Ganze im Moment antrocknen. In der Zeit können wir die Deko machen. Und da ist die Überlegung, ich wollte eigentlich hier der hält nicht. Ich muss mal einen größeren nehmen. Das meinte ich, wenn dann zu viel Spannung auf der Verpackung ist, dann muss man einen größeren Magnet nehmen. Mit dem geht. Da auch einfach so zuklappen, dass ihr unten bündig seid, rechts und links bündig. So, schauen wir gleich mal. Oder machen wir nur den Spruch drauf? Ja, ich denke, wir machen nur den Spruch drauf. Da suche ich mir gerade mal ein schönes Etikett raus. Und dann machen wir die Box zu Ende. So, ihr Lieben, beim ersten Mal ist es schief gegangen. Deswegen hatte ich es nochmal gemacht und dann mir mit Washi-Tape fixiert. Und so kann man sich seine Etiketten, hier war der, das ist die Stanze, in der Standmaschine verrutscht, halt auch auf die Größe trimmen, wie man sie braucht. So, jetzt mal gucken, ob das hier hält. Ja, ich habe hier das Designerpapier genommen, das ist halt sehr straff. Also was man hier machen kann, ist, dass man, wenn das jetzt so wie bei mir immer aufswitcht, dass man das über Nacht irgendwie mit dem Band fixiert, damit sich halt einfach dieses Papier so legt, weil es braucht halt so seine Zeit, weil es jetzt noch sehr starr ist. Und dann bleibt es halt auch irgendwann. Seht ihr, es wird schon immer besser. Also würde jetzt nochmal aufschwipsen. Aufgießen. So, und da überlege ich, ob ich hier ganz einfach das hier so aufklebe. Ich gucke mal noch ein bisschen wegen Verzierung und dann machen wir die gleich zu Ende.
So, ihr Lieben, so sieht's jetzt aus. Ich habe da noch mir so ein kleines Holzteil rausgesucht, was ich mit Baker's Twine um die Box gewickelt habe. Und dann habe ich den Spruch 3D aufgeklebt. Und ja, so öffnet sich die Box und mittlerweile hält es auch richtig gut. Und ja, schaut auf jeden Fall, dass ihr stärkere Magneten nimmt, weil es ist schon ziemlich auf Spannung. Wenn man aber dünneres weißes Papier nimmt und das dann mit Cardstock beklebt, dann hat man natürlich nicht so sehr die Spannung im Papier. Ja, das ist so die Idee zu Türchen Nummer 11. Oder weil du einfach auf meinen Kanal gestoßen bist, um eine Verpackung zu suchen. Ja, wie gesagt, 6x6x6 ist so das Maß, was hier reinpasst. Also da passt schon ordentlich was rein. Und in dem Video, was ich gesehen habe, hat sie so eine kleine Kerze reingemacht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!